Herzlich willkommen zurück zur Vorlesung Schuldrecht Römisch 1. Wir behandeln noch immer das Thema 280 BGB. Sie wissen, ich habe gesagt, das ist die allerwichtigste Anspruchsgrundlage. Die müssen Sie beherrschen. Das heißt, wenn Sie die nicht beherrschen, werden Sie nicht nur im Examen durchfallen, sondern auch durch die Zwischenprüfungsklausur. Also lernen Sie 280. Wir haben heute einen Plan, der wirkt voller, als er eigentlich ist. Wir müssen nur kommen bis da. Ja, also bis da, wo Schaden steht. Der Rest steht dann am Donnerstag an. Bevor wir aber unseren Stoff abarbeiten können, müssen wir nochmal auf unseren Zeitplan gucken. Gestern haben wir gesprochen über Schuldverhältnis, Pflichtverletzung und haben die besonderen Voraussetzungen angefangen. Heute schließen wir die besonderen Voraussetzungen ab, machen das vertreten müssen und fangen mit dem Schaden an. Am Donnerstag kommt dann der Rest zum Schaden. Dann kommen noch Erklärungen, was Aufwendungen, das heißt insbesondere 284. Und dann kommen noch Übungsfälle, damit Sie übernächste Woche voraussichtlich die Probeklausur schreiben können. Den genauen Termin werde ich Ihnen bekannt geben. Sie werden die Probeklausur in der Vorlesung schreiben. Das heißt, Sie müssen da nicht extra irgendwann für kommen. Die Probeklausur ist auf 90 Minuten konzipiert. Sie besteht aus zwei Fällen. Es ist die gleiche Probeklausur, die auch in der Parallelgruppe geschrieben wird. Ich habe nämlich gestern einen Sachverhalt hingeschickt und die Begeisterung war groß, dass es ein toller Fall ist. Der Fall hat zwei Teile. Der eine Teil bezieht sich auf das, was wir vorher gemacht haben und der andere Teil bezieht sich auf das, was wir jetzt machen. Auch die richtige Klausur wird zwei Teile haben, aber zwei andere Teile. Damit Sie auf die Klausur gut vorbereitet sind, machen wir auch Probefälle. So, bevor wir aber zu Probefällen kommen, habe ich für Sie wieder einige Wiederholungsfragen vorbereitet. Und zwar zu den ersten Merkmalen des 280, das heißt zu denjenigen, die wir schon besprochen haben. Und wir fangen an mit dem ersten Merkmal, nämlich dem Schuldverhältnis. Und ich will nur mal testen, ob Sie wissen, was ein Schuldverhältnis ist. Denn das sollten Sie können. Was ist ein Schuldverhältnis? Und was ist kein Schuldverhältnis? Ja, ein Schuldverhältnis mit Schutzwirkung zugunsten Dritter ist ein Schuldverhältnis. Das ist auch schon ziemlich offensichtlich, weil es heißt nicht umsonst Schuldverhältnis zugunsten Dritter, denn sonst würde es heißen irgendwas anderes mit Schutzwirkung für Dritte. Da es schon Schuldverhältnis heißt, ist es auch ein Schuldverhältnis. Richtig haben fast alle von Ihnen gesehen, ein Kaufvertrag ist ein Schuldverhältnis. So wie grundsätzlich auch der Mietvertrag, der Werkvertrag, der Schenkungsvertrag, der Darlehensvertrag, der Reisevertrag und auch alles andere, was Sie haben, alle Verträge, die wir lernen werden, sind Schuldverhältnisse. Alle Verträge, die wir lernen werden, die Abtretung ist kein Schuldverhältnis. Die Abtretung ist kein Schuldverhältnis. Warum? Was passiert mit der Abtretung? Was ist die Folge einer Abtretung? Ja. Ja, die Forderung eines ehemaligen Gläubigers, des Zedenten, geht auf einen neuen Gläubiger über, den Zessionar. Von Zedent nach Zessionar. Das ist eine direkte Veränderung. Diese Veränderung ist kein Schuldverhältnis. Das ist eine Verfügung, die ändert unmittelbar. Die Abtretung erfolgt in der Regel aufgrund eines Verpflichtungsvertrags. Ich schenke Ihnen einen Anspruch gegen den und den. Ich verkaufe Ihnen einen Anspruch gegen den und den. Das ist ein Schuldverhältnis. Die Abtretung selber ist kein Schuldverhältnis.
sie ist eine Verfügung und Verfügungen sind keine Schuldverhältnisse. Eine Kündigung ist ein Schuldverhältnis, hat immerhin keiner gesagt, aber warum ist die Kündigung denn kein Schuldverhältnis? Ja? Ja, die Kündigung ist ein einseitiges Gestaltungsrecht, sie verändert etwas, aber sie schafft keine neue Beziehung. Sie ändert nur die bisherige Beziehung, das heißt, das Schuldverhältnis ist immer noch der Mietvertrag, der gekündigt worden ist, der Arbeitsvertrag, der gekündigt worden ist, aber die Kündigung selber begründet kein Schuldverhältnis. Gut, gucken wir weiter. Danach haben wir gesprochen über die Pflichtverletzung. Sie erinnern sich, zweite Voraussetzung von 280, Pflichtverletzung. Ja, schauen wir mal. Alle Aussagen richtig. Fangen wir mal an bei der ersten Aussage. Bei einer unmöglichen Leistung ist die Nichtleistung keine Pflichtverletzung. Warum ist das so? Warum ist die Nichtleistung keine Pflichtverletzung, wenn es unmöglich ist? Weil vom Schuldner nichts Unmögliches verlangt werden kann. Und wo steht das, dass man vom Schuldner nichts Unmögliches verlangen kann? Ja? 275 Absatz 1. Da steht drin, es gibt keine Pflicht, wenn es unmöglich ist. Wenn es aber auch keine Pflicht gibt, kann man auch keine Pflicht verletzen. Ohne Pflicht, keine Pflichtverletzung. Einverstanden? Ohne Pflicht, keine Pflichtverletzung. Ganz einfach. Nächste Aussage. Leistungspflichten sind insbesondere verletzt, wenn die Leistung nicht wie geschuldet erfolgt. Nicht wie geschuldet, da haben wir schon gelernt, wie ist es denn geschuldet, wo steht da was, wie ist es geschuldet, wie schuldet man eine Leistung, wo finden Sie sowas im BGB? Ja. Ja, 266 fortfolgende, das heißt insbesondere, die Leistung muss vollständig sein, Teilleistungen sind verboten, sie muss am richtigen Ort erfüllen, sie muss zur richtigen Zeit erfolgen. All das haben wir schon mal gemacht, Sie erinnern sich düster? Ja, gut. Das heißt, wenn die Leistung nicht wie geschuldet ist, können Sie Schadensersatz verlangen nach 280 folgende, weil es eine Pflichtverletzung gibt. Bei einem Vertrag, der auf eine von Anfang an unmögliche Leistung gerichtet ist, greift 311a Absatz 2 BGB als Sonderregel. Jetzt, das stimmt, wenn Sie gucken, da steht in der Tat drin, ist ein Vertrag auf eine anfänglich unmögliche Leistung gerichtet, dann gibt es Schadensersatz statt der Leistung. Die Frage, die ich Ihnen stellen muss, ist allerdings, welchen Sinn hat denn diese Regelung? Wir haben ja auch eine andere Regelung zur Unmöglichkeit in 283. Warum hat der Gesetzgeber also gesagt, einerseits 280 Absatz 1, Absatz 3, 283 und andererseits 311a Absatz 2, ohne dass man überhaupt 280 berücksichtigen muss. Also 280 wird da gar nicht genannt. Das ist 311a Absatz 2 als eigene Anspruchsgrundlage. Warum macht der Gesetzgeber sowas Komisches? Warum reicht nicht 283 für den Fall des 311a Absatz 2? Ja. Das könnte man meinen, lesen Sie mal 284. Was sagt der 284? Ja, und zwar, wann kriegen Sie immer Ersatz der Aufwendungen nach Wunsch? Was ist die Voraussetzung des 284, die man nicht übersehen darf?
Ja? Ja, immer dann, wenn Sie Schaden statt der Leistung haben wollen, können Sie wahlweise auch stattdessen Aufwendungsersatz haben. Also Sie haben ein Wahlrecht, immer dann, wenn Schaden statt der Leistung erfolgt, kriegen Sie auch Aufwendungsersatz. Das heißt, auch bei 283 haben Sie ein Wahlrecht, ob Sie Schaden statt der Leistung wollen oder Aufwendungsersatz. Das heißt, das wäre kein Unterschied. Also immer noch die Frage, warum macht man dafür eine eigene Regelung? Das ist doch irgendwie komisch. Nur um Sie zu verwirren, damit Sie in der Klausur da nachdenken müssen? Ja? Ja, in der Tat, wegen dem Kennen müssen, also der Kenntnis und nicht der Vertreten müssen, Unkenntnis. Hier haben wir einen anderen Maßstab für das Vertreten müssen. Na gut, das hätte man ja auch noch irgendwie in 283 reinschreiben können. Hier kommt es nicht auf das Vertreten müssen der Unmöglichkeit, sondern auf das Vertreten müssen der Kenntnis an. Das würden wir auch noch hinkriegen. Ja, das ist genau der Punkt. Bei 283 muss er nachher sein, aber warum? Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie, dass 283 nur dann eingreifen kann, wenn der Ausschluss der Leistungspflicht nach Entstehung des Schuldverhältnisses eingetreten ist? Warum findet er nicht Anwendung, wenn er von Anfang an unmöglich war? Das ist genau der Punkt. Warum meint der Gesetzgeber, dass 283 nicht reicht? Warum findet 283 nur bei nachträglicher Unmöglichkeit Anwendung? Haben Sie da eine Ahnung? Warum denkt der Gesetzgeber so einen Quatsch? Scheint doch ganz offensichtlich zu sein, dass 283 immer dann passt, wenn eine Leistung nach 75.1 unmöglich oder nach 75.2 und 3 unzumutbar wird. Warum diese Unterscheidung? Bei anfänglich passt der nicht. Das ist ein ähnliches Argument wie ganz am Anfang, bei dem ersten Punkt, warum die Nichtleistung bei einer unmöglichen Leistung ein Problem ist. Denn der Gesetzgeber hat hier gesagt, es hat noch nicht mal für eine Millisekunde eine Leistungspflicht bestanden. Es hat nicht mal eine Mikrosekunde lang der Schuldner eine Pflicht gehabt. Weil schon bei Vertragsschluss war es unmöglich, das heißt, der Vertrag hat nie dazu geführt, dass eine Leistungspflicht entsteht. Nicht mal für eine Sekunde. 280 setzt aber voraus, dass zumindest irgendwann mal eine Pflicht bestanden hat, die unmöglich geworden ist. Da diese Pflicht aber noch nicht mal für eine Millisekunde bestanden ist, würde 280 nicht passen. Es gab nie eine Pflicht, die verletzt werden konnte. 280 setzt aber voraus, dass die Pflicht zumindest irgendwann mal existierte. Und dann hat der Gesetzgeber gesagt, okay, wir bestrafen in 311a auch nicht, dass der nicht leisten kann. Das ist nicht der Vorwurf. Der Vorwurf ist das Versprechen. Der redet über Sachen, die Unsinn sind. So wie in der Vorlesung, man erzählt Sachen und keiner versteht. Wer Unsinn redet, muss Schadensersatz leisten. Das ist der Sinn von 311a Absatz 2. Bei 280 ist der Vorwurf, du hast eine Leistung versprochen und du konntest die mal erbringen, aber dann ist sie unmöglich geworden. Das ist der Vorwurf. Es muss einen Zeitpunkt gegeben haben, wo man leisten konnte. Die Pflicht muss also bestanden haben im erfüllbaren Zustand. Und dann muss die Pflicht weggefallen sein. Dann haben wir 283. Wenn die Pflicht nie bestanden hat, haben wir nie eine Pflichtverletzung. Nicht mal für eine Sekunde. Ja? Dass ein Schuldverhältnis entstanden ist, ergibt sich aus 311a Absatz 1. Es entsteht ein Vertrag, aber dieser Vertrag begründet keine Leistungspflicht. Das heißt, der Schuldner muss nichts tun. Der muss keine Sache übergeben, weil er keine Sache hat. Und der Gläubiger wird auch frei nach 326 Absatz 1, weil wenn der andere nicht leistet, ist der Gläubiger auch frei. Das heißt, wir haben erstmal nach 311a Absatz 1 zwar einen wirksamen Vertrag, aber keine Partei muss was tun. Und dann sagt 311a Absatz 2, damit dieses ganze Schuldverhältnis irgendeinen Wert kriegt, wird da ein Schadensanspruch geschaffen, damit überhaupt irgendwas da drin ist. Das ist der Sinn des 311a Absatz 2. Denn sonst hätten wir ein leeres Schuldverhältnis ohne Pflichten. Und das wäre relativ witzlos. So, letzte Aussage.
Bei der Aufklärungspflichtverletzung ist zu unterscheiden, ob die Pflicht vor Vertragsschluss oder nach Vertragsschluss verletzt wurde. Das ist richtig. Die Frage ist, warum ist das richtig? Warum kommt es bei Aufklärungspflichtverletzungen darauf an, ob die Pflichtverletzung vor oder nach Vertragsschluss erfolgt ist? Warum kommt es darauf an, wann der Verkäufer gelogen hat zum Beispiel oder wann der betrogen hat? Warum ist das wichtig? Warum ist der Zeitpunkt für uns hier entscheidend? Wenn der Verkäufer vorher nicht aufklärt, kann man es anflechten. Wenn er nachher nicht aufgeklärt hat, kann man ihn noch Schadensersatz leisten. Ja, das ist schon mal eine gute Idee. Anfechten nach 123 Absatz 1 können Sie nur wegen arglistiger Täuschung vor Vertragsschluss. Aber wir machen ja kein BGBAT, das heißt, wir wollen nicht auf Anfechtung hinaus. Ja? Ja, der Frist ist genannt, was für einen Schadenersatz man hat. Wenn man davor getäuscht wurde, dann kann man statt der Leistung verlangen, danach neben der Leistung. Auch das stimmt nicht. Auch nicht. Also, es hat nichts mit statt und neben der Leistung zu tun. Das kann ich Ihnen jetzt schon mal sagen. Überlegen Sie mal, wenn Sie vor Vertragsschluss getäuscht wurden, was ist da das Schuldverhältnis? Sagen wir, Sie wollen ein Auto kaufen und der Verkäufer sagt, das Auto hat noch nie einen Unfall gehabt. In Wirklichkeit hat das mal einen Totalschaden, ist perfekt renoviert worden. Ja, in der Tat, dann läge die Pflichtverletzung im Rahmen von 311 Absatz 2 Nummer 1. Das heißt, Sie müssen dann unter Schuldverhältnis sagen, es ist ein vorvertragliches Schuldverhältnis entstanden. Das ist natürlich erloschen dann letztendlich durch den Abschluss des Vertrages. Das kann Ihnen aber egal sein. Entscheidend ist, die Pflichtverletzung war noch nicht, als der Vertrag da war, sondern die Pflichtverletzung war im vorvertraglichen Schuldverhältnis. Soweit klar? Jetzt, was ist die Rechtsfolge dieser Täuschung? Was ist Ihr Schaden? Welchen Schaden haben Sie erlitten aufgrund der arglistigen Täuschung, das Auto sei in einem perfekten Zustand? Was passiert aufgrund dessen? Ja? Sie haben vielleicht einen zu hohen Kaufpreis bezahlt oder, was viel naheliegender ist, was würden Sie machen, wenn Sie wüssten, dass es ein Unfallwagen ist? Den Vertrag gar nicht erst schließen. Die würden nämlich sagen, ich will doch kein Unfallauto kaufen, ich will ein funktionierendes Auto kaufen. Das heißt, Ihr Schaden besteht im Abschluss des Vertrages und Sie können wegen der Aufklärungspflichtverletzung verlangen, dass der Vertrag aufgehoben wird. Rückabwicklung des Vertrages als Schadensersatz. Denn Sie wollen so gestellt werden, wie Sie gestanden hätten, wenn Sie nicht getäuscht worden wären. Jetzt, was gilt bei Täuschung nach Vertragsschluss? Nach Vertragsschluss, Sie haben den Kaufvertrag schon geschlossen, sagt Ihnen der Verkäufer, der braucht nur 1 Liter Benzin auf 100 Kilometer, in Wirklichkeit braucht er 50 Liter. Der belügt Sie und betrügt Sie. Erste Frage, was ist das Schuldverhältnis, an das wir anknüpfen können? In der Tat, da haben wir dann einen Vertrag, da sind wir bei 433, ganz normal. Und wir müssen dann sagen, okay, wir haben eine Rücksichtnahmepflicht aus dem Vertrag. Auch wenn man in einem Vertrag ist, darf man Leute nicht belügen. Aber wir können nicht mehr sagen, auch beim Schaden, dass der Kaufvertrag gerade wegen dieser Lüge zustande gekommen ist, weil der war ja schon zustande gekommen. Das heißt, der Schadenersatz steht auch nicht in der Rückabwicklung des Vertrages. Das heißt, es ist für Sie ganz entscheidend, dass Sie gucken, wann wurde gelogen. Und Sie müssen sich unbedingt merken, wenn ein Vertrag geschlossen wird, können trotzdem noch Pflichtverletzungen vor Vertragsschluss relevant werden. Das heißt, vor Vertragsschluss sind das Pflichtverletzungen aus dem vorvertraglichen Schuldverhältnis. Genauso wie Sie gehen in einen Teppichladen und wollen einen Teppich kaufen. Und der Teppichhändler bietet Ihnen einen Tee an. Und Sie trinken diesen Tee und kaufen danach einen Teppich. Der Tee war leider schon seit 2 Jahren abgelaufen und Sie müssen danach ins Krankenhaus wegen einer Vergiftung.
dann ist das keine Pflichtverletzung aus dem Kaufvertrag, sondern es ist eine Pflichtverletzung im vorvertraglichen Schuldverhältnis. Weil die Teevergiftung war vor Vertragsschluss. Sie müssen also genau gucken, war es vor Vertragsschluss oder nach Vertragsschluss. Ja? Dieser Unterschied klar? Selbst wenn ein Vertrag geschlossen ist, immer gucken, vorher oder nachher. Immer auf die Zeit achten. Gut, letzte Folie. Jetzt kommt das Schwierigste von allen, nämlich die 280 Absatz 2 und Absatz 3 BGB. Gucken wir mal, was Ihnen dazu einfällt. Ja, schauen wir mal. Die erste Aussage ist falsch. Sie müssen das abgrenzen. Es ist entweder 280 Absatz 1 pur, Variante 1, oder 280 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2, oder 280 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 3. Es kann nie mehr als 1 sein. Das heißt, die zweite Aussage ist richtig. Sie müssen in jeder Klausur sich zumindest im Kopf fragen, prüfe ich hier nur Absatz 1 oder muss ich zusätzlich Absatz 2 prüfen? Oder muss ich zusätzlich Absatz 3 prüfen? Und wenn es da ein Abgrenzungsproblem gibt und das nicht auf einen Blick offensichtlich ist, dann müssen Sie da auch einen Satz zu schreiben. Ja? Sie müssen da nur dann nicht zu schreiben, wenn es ganz offensichtlich ist. Dann machen Sie das im Kopf und ignorieren das. Wenn es ein Problem gibt, schreiben Sie einen Satz dazu. Es sind keine besonderen Voraussetzungen nach Absatz 2 erforderlich, weil, besonders wer Urteilsziele müssen schreiben, daher sind keine Voraussetzungen nach Absatz 2 erforderlich und daher sind keine Voraussetzungen nach Absatz 3 erforderlich. Das heißt, Sie müssen vorher sagen, warum. Dann, in der Tat, Schadensersatz statt der Leistung liegt vor, wenn statt der Leistung Geld verlangt wird. Das steht sogar im Gesetz, das müssen Sie nicht auswendig wissen. Wo steht das, dass Schadensersatz statt der Leistung heißt, Sie wollen statt der Leistung Geld haben, anstelle der Leistung als Ersatz für die Leistung? Wie kommen wir darauf? Was verleitet uns zu dieser Annahme? Jetzt gehen schon wieder Leute. Wo steht im Gesetz, dass Schadensersatz statt der Leistung, statt der Leistung, also als Ersatz für die Leistung gebracht wird? Ja. 281 Absatz 4, der sagt, sobald Sie Schadensersatz statt der Leistung verlangen, kriegen Sie die Leistung nicht mehr. Jetzt sagen Sie, okay, da steht, dass ich die Leistung nicht mehr kriege, aber woher weiß ich denn, dass dieser Schadensersatz in Geld erfolgen muss? Und das steht dann in 251 Absatz 1, der sagt nämlich, wenn der Schadensersatz in Naturalinvestition unmöglich ist, gibt es immer Schadensersatz in Geld. Und hier ist das immer unmöglich, denn Sie dürfen die Leistung nicht mehr verlangen. Das heißt, die Naturalrestitution ist immer unmöglich. Sie können nur Geld verlangen. Das ist verboten gesetzlich.
Wenn das aber stimmt, wie kann das denn dann falsch sein? Schadenersatz statt der Leistung setzt voraus, dass die Leistung zurückgewährt wird. Warum stimmt das denn nicht, wenn die Aussage davor richtig war? Das kann ja irgendwie nicht, oder? Das widerspricht sich doch. Wenn wir uns den 281 angucken, gibt es in der Tat eine Regelung, die was mit Zurückgewehr sagt. Gucken Sie mal 281 und was entdecken Sie da? So lang ist der Paragraph auch nicht. Ja. Ja, Absatz 5. Absatz 5 sagt nämlich, verlangt der Gläubiger Schaden statt der ganzen Leistung, so ist der Schuldner zur Rückforderung des Geleisteten nach 346 bis 348 berechtigt. Da steht doch gerade, was zurückzugeben ist. Warum ist also diese Aussage falsch? Warum ist die durchgestrichen? Ja, wobei das hätten wir ja auch beim Rücktritt haben können und trotzdem ist da zurückzugewähren. Also da würde auch man sagen, beim Rücktritt ist zurückzugewähren, das ist nicht der entscheidende Punkt. Es geht um Teilleistung, das ist Absatz 2, ja, in der Tat, der 281 Absatz 5 schreibt nicht Schadenersatz statt der Leistung, sondern steht Schadenersatz statt der ganzen Leistung. Ja? Ganz ist das entscheidende Wort in dieser Norm. Und Schadenersatz statt der ganzen Leistung, das sehen Sie in 281 Absatz 1, Satz 2 und Satz 3. Wenn Sie sich die mal angucken, dann sollten die Ihnen bekannt vorkommen. 281 Absatz 1, Satz 2 und Satz 3. Wir haben ganz ähnliche Regelungen schon woanders im BGB gesehen. Wo haben wir die schon mal gesehen? Wo haben wir sowas Ähnliches wie in dieser Regelung schon mal gesehen? Ja? Ja, beim Rücktritt 323 Absatz 5, da haben wir genau diese beiden Varianten. Und zwar, wenn Sie eine Schlechtleistung bekommen, Sie haben ein Auto gekauft, das Auto sollte tipptopp sein und es hat einen Kratzer, hinten links. Dann ist dieses Auto mangelhaft. Einverstanden? Das ist nicht wie geschuldet, das hat einen Kratzer. Das ist nicht okay. Dann sagt uns 281, können Sie nach einer Fristsetzung Schadensersatz verlangen. Schadensersatz, Frage, worin besteht Ihr Schaden? Antwort, Sie haben ein Auto gekauft, was eigentlich keinen Kratzer haben sollte. Jetzt hat das Auto einen Kratzer, also kriegen Sie die Kosten, um den Kratzer zu beseitigen, oder den Wertunterschied zwischen einem Auto mit Kratzer und einem Auto ohne Kratzer. Das wäre Schadensersatz, statt der Leistung. Was ist mit dem Auto, fragen Sie sich? Das Auto behalten Sie. Sie kriegen nur den Differenzbetrag. Was ist jetzt Schadensersatz statt der ganzen Leistung? Das ist ganz offensichtlich. Sie sagen, ich will dieses Auto mit Kratzer nicht und geben das Auto zurück und möchten quasi das komplette Geld zurück. Und möchten zusätzlich noch die Wertdifferenz, den Sie als Weiterverkaufserlös gehabt hätten oder Ähnliches. Dann sagt 281 Absatz 1, kriegen Sie diese Möglichkeit zur Zurückgabe nicht ganz umsonst, sondern Sie müssen beweisen nach Absatz 1 Satz 3, dass die Pflichtverletzung erheblich ist. Und was haben wir gelernt? Wann ist eine Pflichtverletzung erheblich? Bei 323 Absatz 5. Das haben wir schon gehabt. Das haben Sie auch in der AG schon mal gehabt. Mit Erheblichkeit. Beim Rücktritt.
Ja. Ja? Ja. Das könnte man meinen, wenn es nicht zugemutet werden kann. Es ist viel einfacher, wenn ein relevanter Unterschied zum objektiven Verkehrswert besteht. Wenn Sie also sagen, das ist ein erheblicher Wertunterschied, also relevanter Wertunterschied, oder wenn es die Nutzbarkeit der Sache oder der Leistung mehr als nur akzeptabel, sozial adäquat einschränkt. Also entweder Nutzungseinschränkung, die über sozial adäquate hinausgeht, oder wesentlicher Wertverlust im Verhältnis zum objektiven Verkehrswert. Sie gucken also, wie viel ist der Verkehr bereit, für die mangelhafte Leistung zu zahlen und wie viel zahlt er für die mangelfreie Leistung. Und wenn dieser Unterschied relevant ist, dann ist es erheblich. Oder wenn die Nutzung durch den Gläubiger über das Übliche hinaus beschränkt wird. Dann haben Sie die Möglichkeit, zurückzutreten und oder Schadensersatz der ganzen Leistung zu verlangen. Das heißt, Sie können die Sache zurückgeben und müssen dann nichts mehr bezahlen. Kriegen sozusagen die Wertdifferenz noch ausgezahlt. Bei einer Teilleistung kommt es wiederum aufs Interesse an. Interesse bedeutet, dass der Gläubiger sagen kann, dieser Teil nützt mir nichts, ganz oder gar nicht. Da trägt die Beweislast der Gläubiger, der sagen kann, die Teilleistung ist für mich wertlos. Denn immerhin hat er sie ja angenommen, sonst wären wir nicht bei der Regelung. Ja, deshalb merken Sie sich unbedingt, es kommt nicht darauf an, ob er die Leistung behalten will oder nicht. Die Rückgewähr ist nur bei Schadensersatz der ganzen Leistung und Schadensersatz der ganzen Leistung gibt es nur unter ganz eingeschränkten Voraussetzungen. So, damit sind wir weiterhin bei unseren besonderen Voraussetzungen und wir haben uns gestern beschäftigt mit 280 Absatz 3 und wir haben gesehen, es geht darum, dass die Leistung ersetzt wird. Was die Leistung ist, ergibt sich aus 241, das, was der Gläubiger vom Schuldner verlangen kann. Sie müssen also sich fragen, was hätte der Gläubiger eigentlich kriegen sollen nach dem Vertrag? Und kriegt er statt diesem Geld, wird das ersetzt, was er kriegen sollte, durch Geld? Wir haben dann uns angeguckt als ersten Beispielsfall diesen Fall. Der B beauftragt den U, für ihn ein Haus zu planen. Der U ist Architekt und er macht einen wunderbaren Plan mit Papier und Lineal und Bleistift und daraufhin wird das Gebäude gebaut. Weil der Plan aber fehlerhaft war, ist es so, dass das Gebäude schief ist. Sie erinnern sich düster, das gebaute Gebäude wird schief. Das merken die aber erst, nachdem schon 3 Etagen gebaut sind. Und deshalb möchte jetzt unser B, der Auftraggeber, von U, demjenigen, der geplant hat, Abriss der bisher gebauten schrägen Steine und dann Neubau dieser Steine in gerade. Und das Ganze kostet 350.000 Euro. Der U sagt, das finde ich ganz schön blöd, weil ich habe nur 10.000 Euro bekommen. Warum soll ich jetzt 350.000 Euro zahlen? Und wenn wir in 280 Absatz 1 reingucken, müssten wir nur prüfen, hat der U eine Pflicht verletzt? Und was hatte er für eine Pflicht hier? Das ist relativ offensichtlich. Was sollte er tun? Was war seine Pflicht? Das Gebäudeplan. Hat er diese Pflicht erfüllt oder hat er eine Pflicht verletzt? Was meinen Sie? Hat er sie erfüllt? Was steht hier in Rot? Was werfen wir ihm vor? Ja, er hat die Pflicht nicht wie geschuldet erfüllt, er hat schlecht erfüllt. Damit hat er die Pflicht verletzt, denn die Schlechtleistung ist eine Verletzung der Pflicht. Damit haben wir eine Pflichtverletzung, die hat er auch zu vertreten, weil im Sachverhalt nichts drinsteht, wird das vermutet. Und damit müsste er nach 280.1 350.000 Euro zahlen. Fall erledigt. Aber
Wir haben eine Voraussetzung nicht geprüft, nämlich wir müssen uns fragen, brauchen wir zusätzliche einschränkende Voraussetzungen nach Absatz 3? Wenn Sie Absatz 3 lesen, steht da drin, Schadensersatz statt der Leistung gibt es nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen von 281, 282 oder 283. Und welche der drei Regelungen käme hier in Betracht? 281, 282 oder 83? Ja, 281, weil es ist nicht unmöglich zu planen, das heißt, es ist kein Fall von 283 und es ist auch keine Rücksichtnahmepflichtverletzung, sondern eine Verletzung der Leistungspflicht. Das heißt, es kommt nur 281 in Betracht. Und wie wäre die Situation nach 281? Was wäre die zusätzliche Voraussetzung, die man prüfen müsste? Nach 281, was gucken Sie da, was sehen Sie da? Welche weiteren Voraussetzungen gibt es da? Ja, er muss vergeblich eine Frist setzen. Was würde also passieren, wenn unser B jetzt dem U eine Frist setzt und sagt, ja, ich gebe dir jetzt 2 Wochen Zeit, wofür muss er ihm eine Frist setzen? Was muss der U in diesen 2 Wochen machen? Ich müsste einen neuen Plan machen, der fehlerfrei ist. Ja, der U müsste innerhalb von 2 Wochen den Plan machen, der fehlerfrei ist. Und was würde passieren, wenn er das schafft, in den 2 Wochen einen Plan zu machen, der fehlerfrei ist? Das Gebäude wäre trotzdem noch schief, aber was hätte das für eine Auswirkung auf einen Anspruch aus 281.1, 3, 281, wenn er innerhalb der Frist das macht, was er tun soll? Ja, der Anspruch würde nicht entstehen, der Anspruch wäre also sozusagen gar nicht erst entstanden. Also Sie sehen, der U würde sich sehr freuen, wenn wir hier 280 Absatz 1, Absatz 3, 281 anwenden müssten. Der B fände das arg blöd, weil dann würde er auf den 350.000 Euro sitzen bleiben. Er hätte also ein schräges Gebäude und müsste das selber bezahlen. Also Sie sehen, es hat jede Partei ein Interesse daran, dass entweder die Voraussetzungen erforderlich sind oder nicht erforderlich sind. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, sind sie erforderlich oder sind sie nicht erforderlich? Und wie können wir diese Frage beantworten? Brauchen wir hier die Voraussetzungen des 281? Also muss hier der B eine Frist setzen, innerhalb derer der U planen kann. Und wenn er richtig geplant hat, dann muss U keinen Schadensersatz leisten. Wäre das eine gute Lösung dieses Falles? Ja, in der Tat, dem U nützt der Plan gar nichts, weil der Turm ist und bleibt schief, wie die Kollegin eben schon gesagt hat. Das heißt, vom Ergebnis her wäre es ziemlich ungerecht, wenn wir sagen würden, der U kriegt noch eine Frist und innerhalb der Frist kann er sozusagen einen neuen Plan liefern und dann ist er raus. Ja? Ja, dieser Absatz 2 ist ja für besondere Fälle gedacht, unter Abwägung der beiderseitigen Interessen. Ah, das ist schon immer schwierig. Wir können das viel einfacher machen. Wenn wir nämlich feststellen, ja? Ich wollte auch den 281 den Satz 2 Absatz 1. Also das steht ja, hat der Schuldner eine Freilassung bewirkt, so kann den neuen Schadensersatz statt der ganzen Leistung nur verlangen, wenn er in der Teilleistung keine Interesse hat. Das ist ja, eine Schlechtleistung ist ja quasi eine Teilleistung. Da könnte man als Freilassung sehen. Und da der U ja kein Interesse mehr quasi an dieser Teilleistung hat, weil der Turm ja schief ist, könnte er ja eigentlich dann diesen Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Was war hier geschuldet? Schuldete derjenige, der Architekt, auch den Bau des Gebäudes? Nein. Also ist das nicht die ganze Leistung. Was war die ganze Leistung des Architekten? Ja. Das heißt, was kann im besten Fall rauskommen bei Schadensersatz statt der ganzen Leistung? Was ist das Größte, was rauskommen kann? Was ist die Leistung, die ersetzt werden kann? Die ganze Leistung des Architekten. Ein fehlerfreier Plan. Das heißt, bei Schaden statt der ganzen Leistung würde es wie folgt ablaufen.
Der B würde hingehen und irgendjemanden beauftragen, mach einen neuen Plan, einen anderen Architekten, und würde diese Kosten dem alten Architekten in Rechnung stellen. Das wäre Schadenswert der ganzen Leistung. Das hat aber nichts zu tun mit diesen Baukosten. Der Architekt hat nie die Leistung geschuldet, bau mir ein Haus. Das war nicht seine Aufgabe. Er war reiner Planer. Der Architekt war nur fürs Planen zuständig. Ja? Und damit ist die Leistung nur das Planen. Frage, wird hier die Leistung, das Planen durch Geld ersetzt, wenn der hier die 350.000 Euro kriegt? Ersetzt das den Plan des Architekten durch Geld? Ändert sich irgendwas am Plan durch die Zahlung dieser 350.000 Euro? Nein. Und damit ist es ganz offensichtlich neben der Leistung. Weil natürlich muss unabhängig davon, dass der Architekt die 350.000 Euro zahlt, irgendwo auch ein vernünftiger Plan herkommen. Aber diese 350.000 Euro ersetzen den Plan nicht. Das ist was ganz anderes. Sehr viel anschaulicher ist auch der Fall, Sie gehen unten in den Jurishop und kaufen sich da einen Kakao. Und diesen Kakao trinken Sie genüsslich, weil Sie sagen, ach wie lecker. Und ganz unten im Kakao sehen Sie das Rattengift. Und dann kriegen Sie Bauchschmerzen und müssen ins Krankenhaus. Dann ist die Frage, was war die geschuldete Leistung unten im Jurishop? Was hätten die Ihnen geben sollen? Was war die geschuldete Leistung? Ein mangelfreier Kakao. Und wenn Sie jetzt ins Krankenhaus kommen und da vom Chefarzt behandelt werden und der schneidet Sie persönlich auf und alles, dann kostet das ganz viel Geld und dann kriegen Sie eine Rechnung vom Krankenhaus in Höhe von 50.000 Euro. Frage, sind diese 50.000 Euro Schadensersatz statt der Leistung? Das ist Schadensersatz neben der Leistung. Warum ist das Schadensersatz neben der Leistung? Was ist nämlich die Leistung nochmal? Ja, geschuldet wäre ein mangelfreier Kakao und Sie können, nachdem Sie aus dem Krankenhaus zurück sind, wieder in den Jurishop gehen und sagen, jetzt will ich endlich meinen mangelfreien Kakao. Sie haben immer noch einen Anspruch auf die Leistung. Trotz der Krankenhauskosten. Obwohl die Krankenhauskosten bezahlt sind, kriegen Sie immer noch einen mangelfreien Kakao. Genauso wie hier, trotz der 350.000 Euro, muss auch ein neuer Plan gemacht werden. Das sind aber zwei verschiedene Kostenfaktoren. Neuer Plan einerseits und Abriss und Neubau andererseits. Sie müssen also immer gucken, was war die geschuldete Leistung? Was musste der tun? Das ist einfach, oder? Wird das, was er tun muss, durch Geld ersetzt oder eigentlich was ganz anderes? Kriegen wir das hin? Wir sagen jetzt mal ja. Machen wir einen anderen Fall. Stellen wir uns Folgendes vor, der K ist Käufer, der V ist Verkäufer und der K zahlt den V 500 Euro dafür, dass er einen Laptop bekommt. Der Laptop wird 5 Tage zu spät geliefert. Und in diesen 5 Tagen hat der K jetzt einen Verdienstausfall in Höhe von 100 Euro. Der K ist nämlich App-Entwickler und in der Zeit hätte er tolle Apps entwickeln können, und er hätte in der Zeit 100 Euro verdient. Mit dem Laptop. Ohne Laptop hat er nichts verdient. Und unsere Frage lautet wieder, ist das hier ein Schadensersatz neben der Leistung, konkret ein Verzögerungsschaden, oder ist das ein Schadensersatz statt der Leistung? Was sagen Sie jetzt dazu? Ja, es ist ein Schadensersatz neben der Leistung. Warum? Ja, bin ich gespannt. Ja. So ist es. In der Tat, wenn der Computer am Freitag noch geliefert wird, kann die Leistung noch erfolgen. Die Leistung ist ja nicht unmöglich. Wenn der Computer also am Freitag kommt, ist der Verdienstausfall immer noch da. Das heißt, die Lieferung des Computers
verhindert nicht, dass dieser Verlust eingetreten ist. Einverstanden? Also ist es neben der Leistung. Der Computer kann immer noch geliefert werden und trotzdem bleibt der Verlust bestehen. Damit ist es hier auch wieder neben der Leistung. Wenden wir den Fall etwas komplizierter an. Der V hat dem K den Computer verkauft, der kommt 5 Tage zu spät und der K sagt, ich bin hier App-Entwickler, für mich zählt jeder Tag. Das war ein relatives Fixgeschäft und deshalb trete ich zurück. Ich trete sofort zurück, das darf ich, weil es ein relatives Fixgeschäft ist, 323 Absatz 2 Nummer 2. Jetzt kriegt der K aber folgendes Problem. Der K muss hier nämlich ein Ersatzgerät besuchen. Und bis er dieses Ersatzgerät kriegt, dauert es weitere 5 Tage. Ja? Also, der erklärt den Rücktritt und dann dauert es 5 Tage, bis er ein Ersatzgerät kriegt. Nochmal, der K sagt, der Laptop muss Montag da sein. Der Laptop kommt Montag nicht, daraufhin erklärt K den Rücktritt und sagt, ich will mit dem Vertrag nichts mehr zu tun haben. Dann sucht sich der K ein X, wo er den Laptop kauft, als Ersatzgerät. Bis der Laptop des X bei ihm ist, dauert es aber 5 Tage. Und egal, was der K tut, er kriegt früher keinen Laptop. 5 Tage nach Rücktritt sind unabdingbar. Und in diesen 5 Tagen hat er wieder 100 Euro Verdienstausfall. Und er möchte jetzt diese 100 Euro, die ihm nach seiner Rücktrittserklärung entgangen sind. Was sagen Sie dazu? Wir fragen uns wieder, Schadensersatz neben der Leistung oder Schadensersatz statt der Leistung? Hier geht es nicht um die Fristsetzung, weil der darf ohnehin nicht mehr leisten nach dem Rücktritt. Das heißt, es ist unmöglich. Aber wir müssen uns fragen, statt der Leistung oder neben der Leistung? Warum ist dieser Fall schwieriger als die beiden anderen, die wir vorher hatten? Ja? Der Kollege sagt, statt der Leistung, weil er kein Interesse mehr an der Erfüllung hat. Gut, das sage ich bei unserem Joghurtfall oder bei unserem Kakaofall. Würden Sie wirklich noch einen zweiten Kakao wollen im Jurishop, nachdem der erst mit Rattengift versehen war? Dann würden Sie einen nehmen, bei dem Motto, der erste Versuch war schlecht. Okay, einen Versuch hat jeder, dann versuchen wir es nochmal. Aber er ist ja bereits zurückgetreten und hat sich bei einem anderen Anbieter Computer. Ja. Ja, also Sie sagen, weil er zurückgetreten ist, hat er kein Interesse mehr. Naja, das Interesse ist ja irgendwie im BGB nicht so ganz spannend. Interesse scheint ja kein hinreichender Abgrenzungspunkt zu sein, was er will. Ja, der Kollege sagt, nach 346 Absatz 1 besteht ja gar keine Leistungspflicht mehr, also muss es ja unbedingt neben der Leistung sein. Das könnte man meinen. Aber jetzt überlegen Sie mal, was wäre denn passiert, hypothetisch gedacht, wenn der Laptop eine Sekunde vor der Rücktrittserklärung bei K eingegangen wäre? Wäre dann dieser Schaden auch entstanden? Was wäre passiert, wenn eine Sekunde vor dem Rücktritt der K den Laptop bekommen hätte? Ja. Ja. Ja, aber für welchen Zeitraum? Für die ersten 5 Tage, aber nicht für die zweiten 5 Tage. Also haben wir hier folgendes Dilemma bei der ganzen Sache. Im Grunde ist der K ja selber schuld, dass er jetzt noch weitere 5 Tage warten muss. Denn er hat es zurückgetreten und damit ist er sozusagen selber schuld, dass er jetzt noch 5 Tage Verzögerung hat. Deshalb wird gesagt, wir müssen abstellen auf den letztmöglichen Zeitpunkt, zu dem der V hätte erfüllen können.
Das heißt die Mikrosekunde vor der Rücktrittserklärung. Wenn der V in dieser Sekunde erfüllt hätte, wäre der Schaden nicht entstanden. Einverstanden? Also ersetzt der Schaden eigentlich die Leistung. Er ersetzt nämlich, wenn der V zum letztmöglichen Zeitpunkt geleistet hätte, wäre dieser Schaden nicht entstanden. Daher ist es ein Ersatz für die Leistung. Nach Rücktritt keine Erfüllung. Wenn vor dem Rücktritt erfüllt worden wäre, wäre der Schaden nicht entstanden. Also handelt es im Schadensatz statt der Leistung. Nochmal die Logik. Nach dem Rücktritt darf er nicht mehr erfüllen, selbst wenn er will. Das heißt, wir müssen überlegen, wäre der Schaden auch eingetreten, wenn er zum letztmöglichen Zeitpunkt erfüllt hätte. Der letztmögliche Zeitpunkt ist die Millisekunde vor dem Rücktritt. Alles, was nach dem Rücktritt erfolgt, wäre dann nicht mehr eingetreten. Weil wenn er dann noch erfüllt hätte, wäre alles nicht passiert. Und deshalb ist es statt der Leistung, es ersetzt die letztmögliche Leistung. Ich habe es auch mal so illustriert hier. Alles, was vor der Rücktrittserklärung ist, ist neben der Leistung. Alles, was nach der Rücktrittserklärung ist, ist statt der Leistung. Ja? 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 Wir hatten hier ein relatives Fixgeschäft. Bei einem relativen Fixgeschäft ist was die Rechtsfolge? Bei einem absoluten Fixgeschäft ist in der Tat Unmöglichkeit. Was passiert bei einem relativen Fixgeschäft? Ja, nach 323 Absatz 2 Nummer 2 kann man sofort zurücktreten, aber es ist keine Unmöglichkeit. Es erleichtert nur den Rücktritt. Warum ist es hier unmöglich geworden? Ganz einfach. In dem Moment, wo er zurückgetreten ist, darf der Schuldner nicht mehr leisten. Denn nach 281 Absatz 4, hier 346.1, erlicht die Pflicht des Schuldners und damit darf er nicht mehr den Vertrag erfüllen. Es gibt ja gar keine Pflicht mehr. Und damit passt der 283 wieder, weil wir sagen, es ist rechtlich unmöglich, einen Vertrag zu erfüllen, weil es gar keine Pflicht mehr gibt. Ohne Pflicht kann ich auch nichts erfüllen. Das heißt, wir haben den seltenen Fall des Zweckfortfalls. Ich habe Ihnen gesagt, wenn Sie einen Notarzt rufen, weil Sie jemanden sehen, der im Sterben liegt oder stirbt vorher, dann kommt der Notarzt und wenn der vorher stirbt, müsste er trotzdem bezahlt werden, weil es ist unmöglich geworden. Ja? Der Notarzt kommt, jemand liegt im Sterben, der stirbt, bevor der Notarzt da ist, dann ist es unmöglich geworden, für den Notarzt den Patienten zu behandeln. Genauso hier, der Schuldner darf nicht mehr erfüllen, weil Rücktritt erklärt worden ist. Damit ist der Zweck der Leistung entfallen. Er kann zwar noch die Leistung erbringen, aber er kann keinen Vertrag mehr erfüllen, weil die Pflicht weg ist. Das heißt, auch da haben wir automatisch eine Unmöglichkeit durch für die Zukunft. Durch das Verbot, die Leistung zu erbringen, haben wir eine Unmöglichkeit, rechtliche Unmöglichkeit. So. Jetzt machen wir unseren Fall etwas einfacher. Der E hat sich ein Notebook für 4 Wochen geliehen. Ein Leihvertrag. Stellen Sie sich vor, Sie wollen Ihre Hausarbeit schreiben im Strafrecht und brauchen dafür ein Notebook und Ihres ist zu schwer oder kaputt oder sonst was und Ihr bester Freund sagt, ich leihe dir mal mein Notebook für 4 Wochen. Und jetzt, es kommt, wie es kommen muss, 5 Tage zu spät kriegen Sie das Notebook. Und Sie haben deshalb einen Verdienstausfall von 100 Euro, was bei der Hausarbeit unwahrscheinlich ist, aber stellen Sie sich vor, Sie würden da Geld für kriegen, von Ihrer Oma vielleicht. Und wir müssen uns wieder fragen, ist das ein Fall von Schadensersatz neben der Leistung oder von Schadensersatz statt der Leistung? Was schuldete Ihr bester Freund? Was war die Leistung? Was sollte Ihr bester Freund tun?
Ja? Er sollte mir für 4 Wochen sein Notebook leihen, beginnend ab dem ersten Tag. Ja, er sollte mir für 4 Wochen sein Notebook leihen, beginnend ab dem ersten Tag. Frage, ist das jetzt hier die Leistung, die durch Geld ersetzt wird, oder ist das unabhängig davon? Der kann ja immer noch Ihnen das Notebook für 4 Wochen überlassen. Ich würde mal sagen, es ist ein absolutes Fixgeschäft, wenn ich bei der Arbeit, weil da kann ich ja auch den Tag, den ich Auswahl habe, nicht ersetzen, durch am Wochenende hingehen zum Beispiel. Deswegen würde ich sagen, es ist hier ähnlich ein absolutes Fixgeschäft, also ich kann es nur statt der Leistung sein, weil es eigentlich unmöglich ist, das nachzuholen, diese eine Woche. Ja, es handelt sich um ein absolutes Fixgeschäft. Das heißt, man kann die Leistung nicht nachholen. Das heißt, wir stellen fest, der erste Tag ist weg und dieser erste Tag wird durch Geld ersetzt. Ja? Also statt des ersten Tages gibt es Geld. Statt des zweiten Tages gibt es Geld. Statt des dritten Tages gibt es Geld. Statt des vierten Tages gibt es Geld. Und statt des fünften Tages gibt es Geld. Und für den Rest der Zeit haben Sie ein Notebook. Also, Sie haben Notebook für 4 Wochen abzüglich 5 Tage und für 5 Tage kriegen Sie Geld. Daher, diese 5 Tage sind Schadensersatz statt der Leistung. Warum? Weil Sie da kein Notebook gekriegt haben und stattdessen Geld. Merken Sie sich also, es gibt diesen vereinbarten Zeitraum und nur innerhalb dieses Zeitraums kann die Leistung erbracht werden. Wenn da jetzt was wegfällt, dann haben Sie Pech gehabt. Das Ganze ist grundsätzlich nicht nachholbar. Das sieht natürlich jetzt keiner mehr. Das ist hier blau. Also das hier ist blau, sehen Sie, und das Blaue ist das, was nicht nachholbar ist. Toll, dass keiner sieht. Hier, da ist blau. Ja, sehen Sie das Blaue? Unheimlich kontrastreich. Das ist also nicht nachholbar, wenn am Anfang was fehlt, fehlt einfach was. Und das, was fehlt, wird durch Geld ersetzt. So, in unseren bisherigen Fällen war immer ein Verdienstausfall. Jetzt können Sie natürlich auch ganz schlau sein, das Notebook kommt zu spät und unser K sagt, okay, bis ein Notebook kommt, miete ich mir ein Ersatzgerät. Dieses Ersatzgerät kostet für 5 Tage 60 Euro. Frage ist, sind die Kosten für die Miete des Ersatzgeräts statt der Leistung oder neben der Leistung? Wie gesagt, es ist wieder ein Kaufvertrag. V verkauft an K ein Notebook für 500 Euro, das Notebook kommt 5 Tage zu spät. Frage, statt oder neben der Leistung? Bisher hatten wir immer Verdienstausfall, jetzt haben wir Miete eines Ersatzgeräts. Testfrage wieder, was war die geschuldete Leistung? Was schuldete V eigentlich? Die rechtzeitige Übergabe über eines Laptops. Frage, ersetzt die Miete eines Ersatzlaptops die Übergabe und Übereignung des Laptops zur richtigen Zeit? Oder bleibt das Ganze unberührt? Was sagen Sie dazu? Ersetzt das die geschuldete Leistung? Ich würde sagen, ja, denn wenn der V sie vorhin abgegeben hätte, dann hätte er den Ersatzlaptop nicht mieten müssen, dann hätte er die 60 Euro auch nicht mehr. Ja, dann fragen wir uns mal, darf der V den noch übergeben und übereignen? Kann er das? Ja. Was passiert mit diesem Schaden, wenn der V jetzt noch übergibt und übereignet? Was passiert mit den Ausgaben für die Miete? Waren die dann überflüssig oder waren die berechtigt oder fallen die dann weg oder wie sieht das aus? Was ist mit dem Geld, was der K für Miete ausgegeben hat? Ja? Er hat es ja schon ausgegeben. Das heißt, es ist nichts anderes als bei unserem Verdienstausfall. Also ob er sich ein Ersatzgerät mietet oder einfach den Ausfall erleidet, in beiden Fällen ist es so,
Die Vorenthaltung des Laptops am Dienstag entfällt nicht dadurch, dass der Laptop jetzt nochmal nachträglich geliefert wird. Sie sehen also, hier ist ganz wichtig, anders als beim Mietvertrag oder Leihvertrag, dürfen Sie nicht auf die Rechtzeitigkeit abstellen. Denn die Rechtzeitigkeit ist nicht die Leistungspflicht. Die Leistungspflicht besteht darin, dass er überhaupt irgendwann mal übergibt und übereignet. Was anderes ist nur bei Fixgeschäften. Hier ist aber kein Fixgeschäft, also kann er es nachholen und durch das Nachholen entfällt der Schaden nicht. Und damit ist das Schadensersatz neben der Leistung. Letzter Fall in diesem Zusammenhang. Der K geht jetzt hin und er mietet sich keinen Ersatz, sondern der K geht hin und kauft sich ein Ersatznotebook. Ja? Also der K sagt, okay, für die 5 Tage, das muss ich mir nicht gefallen lassen, und er geht direkt am vereinbarten Liefertag hin und kauft sich ein Ersatzgerät. Dafür zahlt er sogar 50 Euro mehr, als er für das Notebook an V gezahlt hat. Der V kommt wieder 5 Tage später und liefert den geschuldeten Laptop. Und jetzt will unser K von V 50 Euro, weil er sagt, diese 50 Euro Mehraufwand habe ich nur gehabt, weil du zu spät geliefert hast. Hättest du pünktlich geliefert, hätte ich mir kein Ersatzgerät gekauft. Und wir fragen uns wieder, statt der Leistung oder neben der Leistung? Also wir haben gesehen, Verdienstausfall ist neben der Leistung. Miete ist auch neben der Leistung. Frage, was gilt beim Kauf eines Ersatznotebooks? Ja? Das wäre eine nette Überlegung, dass die 500 Euro, die er sozusagen gezahlt hat, statt der Leistung wären die 50 Euro neben der Leistung. Das Problem ist, diese Aufteilung können wir nicht so einfach vornehmen, weil das ist ja im Grunde ein Ersatzgerät, was er gekriegt hat. Das heißt, wir müssen uns fragen, ist der Kauf eines Ersatzes ein Fall von Schadensersatz neben der Leistung oder statt der Leistung? Und unser Test ist wieder der gleiche wie immer. Ist der Schaden dadurch entfallen, dass er jetzt hier zum späteren Zeitpunkt das geschuldete Notebook gekriegt hat? Wurde also sozusagen nur die Lücke überbrückt oder hat er mehr getan, als die Lücke zu überbrücken und hat eigentlich die geschuldete Leistung ersetzt? Also die Übergabe und Übereignung des Notebooks ersetzt durch etwas anderes. Oder hat er nur eine Lücke überbrückt? Er hat ja ein Ersatznotebook tatsächlich gekauft, damit es für ihn sinnfrei ist, noch ein Notebook zu haben. Also ja. Er hat tatsächlich ersetzt und hat nicht irgendwie die Absicht gehabt, nur die Lücke zu füllen. Ja, so sieht es der BGH. Der BGH sagt genau das. Er sagt nämlich, der hat am Ende 2 Notebooks, er sollte aber nur 1 kriegen. Also würde er besser stehen, als er stehen würde, wenn der Vertrag richtig erfüllt worden wäre. Das heißt, diese 50 Euro Mehrkosten hat er im Grunde im eigenen Interesse gemacht. Dafür hat er ja auch ein 2. Notebook. Hätte er eines gemietet, hätte man gesagt, er hat eine Lücke überbrückt. Jetzt hat er aber dauerhaft ein Notebook da stehen. Das heißt, er hat dauerhaft einen Wert geschaffen. Er hat also dauerhaft mehr, als er vorher hatte. Bei der Miete hat er nicht dauerhaft mehr. Es gibt aber auch die Gegenansicht. Sie glauben das kaum, das ist umstritten. Die Gegenansicht sagt nämlich Folgendes. Das Geld hat er ja ausgegeben. Und es kann ja keine Rolle spielen, ob er das Geld als Miete ausgibt oder als Mehrpreis fürs Kaufen oder als Verdienstausfall. In allen Fällen ist dieser Mehraufwand nur entstanden durch die Lücke. Der BGH hat trotzdem recht, aber das ist umstritten, das können Sie so oder so lösen. Hier wird die Übergabe und Übereignung relativ offensichtlich ersetzt. Er kriegt ein anderes Gerät übergeben und übereignet. Das heißt, er hat genau das, was im Vertrag geschuldet wäre. Deshalb hat meiner Meinung nach der BGH recht. So, das waren jetzt Abgrenzungsfälle. Das müssen Sie noch üben. Ich sage Ihnen das, weil
das kaum jemand richtig macht, das müssen Sie bis zum Examen perfekt beherrschen. Jetzt nicht unbedingt bis morgen, aber Sie sollten sich diese Sache unbedingt gründlich angucken. So, gucken wir uns mal ganz kurz die besonderen Voraussetzungen im Einzelnen an. 280.1, 3281 setzt voraus, irgendein Schuldverhältnis als Pflichtverletzung, die Nichterfüllung oder Schlechterfüllung einer Leistungspflicht. Achtung, diese Pflicht muss möglich sein. Wenn sie nach 275.1, 2 oder 3 untergegangen ist, ist das keine Pflichtverletzung mehr. Sie muss auch fällig sein. Wenn jemand vor Fälligkeit nicht leistet, darf er das, weil er frühestens bei Fälligkeit leisten muss. Wo steht was über Fälligkeit? Nur mal so als Test. Ja, 271 Absatz 1, erste Variante. Fälligkeit grundsätzlich sofort, man kann aber was vereinbaren. Und Durchsetzbarkeit. Durchsetzbarkeit heißt, es dürfen keine Einreden entgegenstehen. Zurückbehaltungsrechte und Ähnliches. Nur dann, wenn diese drei Voraussetzungen erfüllt sind, liegt überhaupt eine Pflichtverletzung vor. Und dann kommen die zusätzlichen Voraussetzungen nach 281. Das heißt grundsätzlich eine Fristsetzung nach 281 Absatz 1 Satz 1. Ausnahmsweise aber auch eine Abmahnung nach 281 Absatz 3. Und ganz ausnahmsweise weder noch nach 281 Absatz 2. Wenn Sie Interessen beider Parteien abwägen und sagen, der Schadensersatz soll auch ohne Fristsetzung verlangt werden, das ist aber nur ganz ausnahmsweise. Das heißt, Sie müssen auch sagen, warum der Käufer ein besonderes Interesse hat und der Verkäufer hier gerade nur ein geringes oder gar keins. Sie müssen beide Interessen berücksichtigen. Dann vertreten müssen, da gibt es einen Streit, worauf es ankommt, da gibt es auch einen Fall zu in der AG, wo es um so eine Schnittfigur geht und derjenige hat einen Schnupfen. Und last but not least, als Schadensersatz wird die Leistung durch Geld ersetzt. Ja? Gut. Ich habe Ihnen diesen tollen Fall noch dazu mitgebracht, den können wir ganz schnell abhandeln. Der X hat einmal im Jahr Geburtstag und da lädt er immer Prostituierte ein. Ja? Also toll zur Unterhaltung. Nebenan, neben dem X, lebt der Y. Der Y betreibt eine Pension. Und in dieser Pension befinden sich, wie in Pensionen häufiger, Rentner, ältere Menschen. Und diese älteren Menschen fühlen sich durch die Orgien gestört, die da einmal im Jahr vor sich gehen. Deshalb schließt unser Pensionseigentümer mit dem X einen Vertrag und sagt, bitte lade keine Prostituierten zu deinem Geburtstag ein. Und dafür zahlt er 1.000 Euro. Einmal. Der X nimmt die 1.000 Euro und ein Jahr später hat er wieder Geburtstag und was passiert? Er lädt wieder Prostituierte ein. Und es geht wieder hoch her. Und zahlreiche ältere Damen, die sich bei Y eingemietet haben, verlassen fluchtartig ihre Zimmer und die Pension. Tauchen nie mehr auf. Zahlen auch kein Geld. Der Y begehrt daher Ersatz von X für die entgangenen Einkünfte durch das Hotelzimmer in Höhe von 1.500 Euro. Der X meint, der Y hätte ihm vorher eine Frist setzen müssen, denn nach 281 gibt es Schadensersatz statt der Leistung erst nach Setzung einer Frist. Hat Y gegen X einen Anspruch aus 280 Absatz 1 BGB? Fragezeichen. Was brauchen wir für einen Anspruch aus 280 Absatz 1 BGB? Ja. Ja. Ja.
In der Tat, hier haben wir ein Schuldverhältnis und dieses Schuldverhältnis besteht in einem Vertrag. Dieser Vertrag ist im BGB nicht geregelt, der Prostituiertenunterlassungsvertrag, aber dieser Vertrag ergibt sich aus 311 Absatz 1, danach kann man im Vertrag alle Schuldverhältnisse begründen, die man haben möchte. Und 241 Absatz 1 Satz 2 BGB sagt, Sie können insbesondere auch Unterlassungspflichten vereinbaren. Das heißt, hier haben wir einen prostituierten Unterlassungsvertrag nach 311 Absatz 1 in Verbindung mit 241 Absatz 1 Satz 2 BGB. Frage, wie sieht es mit einer Pflichtverletzung aus? Ja? Pflichtbestand dem Unterlassen, Prostituierte einzuladen, der genau das gemacht, was er nicht tun sollte. Ja, in der Tat, die Pflicht war, lade keine Prostituierten ein und er hat Prostituierte eingeladen, also hat er seine Pflicht verletzt. Dann gucken wir weiter. Was brauchen wir noch? Was ist unser nächster Prüfungspunkt? Ja, wir müssen uns überlegen, brauchen wir besondere Voraussetzungen nach 280 Absatz 2 oder Absatz 3 BGB? Und was kommt von den beiden hier in Betracht? Absatz 2 oder Absatz 3? Wenn überhaupt. Ja, in Betracht kommt Absatz 3 in Verbindung mit 281. Das setzt voraus, dass es sich um Schadensersatz statt der Leistung handelt. Handelt es sich hier um Schadensersatz statt der Leistung? Was war die Leistung, die geschuldet war? Die Leistung war, keine Prostituierten einzuladen. Frage, will er Ersatz für diese Leistung? Soll diese Leistung durch Geld ersetzt werden? Das ist jetzt unsere Testfrage. Was sagen Sie dazu? Ja, der will eigentlich Hotelzimmereinkünfte ersetzt haben, aber nicht, dass er die Pflicht nicht ersetzt hat. Aber hätte ich jetzt gedacht, dadurch, dass er eingeladen hat, ist die Pflicht nicht einzuladen unmöglich geworden. Ja, jetzt kommen wir langsam zum Punkt. Warum ist die Pflicht hier möglicherweise unmöglich geworden? Ja, in der Tat, es könnte sich um ein absolutes Fixgeschäft handeln. Wann würde denn das nächste Mal Prostituierte einladen, erfahrungsgemäß? Was sagt uns der Erfahrungssatz? In einem Jahr. Das heißt, kann er das irgendwie noch nachholen, die Leistung, das Nicht-Einladen der Prostituierten? Nein, weil die ist an dem Tag schon unmöglich geworden. Also liegt unser Denkfehler wo? Unser erster? Ja, wir sind erstmal in 283 und unser zweiter Denkfehler, den wir vorher schon gemacht haben, bei dem Merkmal, was wir davor geprüft haben, was haben wir da gesagt? Was war die Pflichtverletzung? Nochmal zurückgespult. Wo haben wir gesagt, liegt die Pflichtverletzung? Ja? Wir haben gesagt, die Pflichtverletzung liegt im Einladen. Ja. Ja, die Pflichtverletzung liegt darin, dass er im laufenden Jahr entgegen dem Vertrag einmal Prostituierte eingeladen hat und damit gegen genau die vertragliche Pflicht gestoßen hat und die unmöglich geworden ist. Das Unmöglichwerden der Pflicht für dieses Jahr ist die Pflichtverletzung. Er hat verursacht die Unmöglichkeit der Pflichterfüllung für das Jahr 2016. Spielt das eine Rolle? Was meinen Sie?
Das hat er gemacht, in der Tat. Er hat dafür gezahlt, dass er nie mehr einlädt, nicht nur dieses Jahr. Ändert das etwas? Ich frage Sie, der zahlt sozusagen nicht nur für 2016, der zahlt auch für 2017 bis 2099, sagen wir. Ändert das etwas daran, dass es unmöglich geworden ist? Ist es komplett unmöglich geworden? Ist es für 2017 unmöglich geworden? Ja, also ist es nur für 2016 unmöglich geworden. Frage, ist das relevant, dass es nur für 2016 unmöglich geworden ist? Was haben wir eben gesagt? Welche beiden Arten von Schaden statt der Leistung unterscheiden wir? Als wir uns den 281 Absatz 5 angesehen haben. Ja. Statt der Leistung und statt der ganzen Leistung. Ist die ganze Leistung unmöglich geworden? Nein. Aber was ist unmöglich geworden von der ganzen Leistung? Was ist unmöglich geworden von der ganzen Leistung? Die Leistung an dem Tag, das heißt ein ganz kleiner Teil, ist unmöglich geworden. Ist es ein Problem, wenn nur ein Teil unmöglich geworden ist für 281, 283? 282? Ist es ein Problem? Nein. Es reicht, wenn ein Teil unmöglich geworden ist. Das heißt, die Leistung ist für das Jahr 2016 unmöglich geworden. Und das heißt, für das Jahr 2016 gibt es Schadensersatz statt der Leistung 2016. Ob es auch für das Jahr 2017 Schadensersatz der Leistung 2017 gibt, entscheidet sich erst 2017. Und jedes Jahr so wieder. Das heißt, jedes Jahr kann unmöglich werden. Genauso wie bei unserem Mietvertrag jeder Tag unmöglich werden kann. Der erste Tag kann unmöglich werden, der zweite Tag kann unmöglich werden, der dritte Tag kann unmöglich werden. Kann hier jedes Jahr unmöglich werden. Das heißt, jedes Jahr müssen Sie separat betrachten und für jedes Jahr kann es Schaden statt der Leistung wegen Unmöglichkeit geben. Gut, das haben wir jetzt noch hingekriegt. Also haben wir, Pflichtverletzung ist unmöglich werden lassen der Leistung für 2016. Dann immer noch die Frage, statt der Leistung oder neben der Leistung. Was wäre passiert, wenn er unmittelbar vor unmöglich werden der Leistung seine Pflicht erfüllt hätte? Was wäre dann passiert? Ja. Ja, dann wären die Kunden nicht weggelaufen und der Schaden wäre nicht eingetreten. Das heißt, auch hier wieder achten Sie darauf, Sie müssen überlegen, ist der Schaden gerade dadurch entstanden, dass die Leistung nicht erbracht worden ist? Dann haben Sie hier statt der Leistung. Sie denken sich die Leistung hinzu zum letztmöglichen Moment. Eine Sekunde vor dem Geburtstag, hätte er dann keine Prostituierten eingeladen, wäre der Schaden nicht entstanden. Sie denken sich immer das pflichtgemäße Handeln zum letztmöglichen Moment hinzu. So, dann kommen wir zu den beiden anderen Normen. Die sind relativ harmlos. Das sehen Sie hier. 282 setzt voraus ein Schuldverhältnis, eine Pflichtverletzung. Und bei der Pflichtverletzung ist jetzt hier eine Rücksichtnahmepflicht verletzt. Das heißt, Sie prüfen da, ob 241 Absatz 2 verletzt ist. Und die zusätzliche Voraussetzung ist die Unzumutbarkeit, das heißt die völlige Zerstörung des Vertrauensverhältnisses. Sie sagen, mit diesem Menschen will ich nichts mehr zu tun haben. Das muss so fundamental sein, dass Sie sagen, das ist absolut unzumutbar, von dem noch irgendwas anzunehmen. Wenn Sie jemanden krankenhausreif geschlagen hat, müssen Sie mit dem keine Verträge mehr eingehen. Und dann können Sie Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Wenn Sie jemanden übelst beleidigt hat, können Sie es vielleicht auch. Wenn Sie dagegen jemand nur irgendwie leicht angestupst hat, wird das nicht gehen. Und 283 haben wir schon darüber gesprochen. Da geht es darum, Unmöglichkeit der Erfüllung nach Vertragsschluss. Wichtig, nach Vertragsschluss. Merken Sie sich unbedingt das nach, denn 311a Absatz 2 setzt gerade voraus bei Vertragsschluss.
Das heißt, in der Sekunde des Vertragsschlusses. Ja. Wichtig bei 311a Absatz 2 ist auch, der hat nichts mit 280 zu tun, das ist also nicht 280,311a Absatz 2, das ist eine eigene Anspruchsgrundlage. Und Sie prüfen da kein Vertreten müssen, sondern Sie prüfen da Kenntnis oder Vertreten müssen der Unkenntnis. Ja, das prüfen Sie bitte genauso, wie es im Gesetz steht. Einfach abschreiben. Abschreiben ist einfach. So, das war 280 Absatz 3. Jetzt ganz kurz 280 Absatz 2. 280 Absatz 2 ist ähnlich wie 281. Der setzt nämlich voraus, dass Nichtleistung trotz Fälligkeit und Möglichkeit erfolgt. Das heißt, es sind ähnliche Voraussetzungen, die wir eben bei 281 hatten. Der Unterschied ist nur, dass das keine eigene Anspruchsgrundlage ist, sondern einfach nur eine zusätzliche Voraussetzung für den Übergangszeitraum. Wir haben den Verzug auch schon mal angesprochen, als wir über Zinsen geredet haben. Sie erinnern sich düster an Zinsen, 288, da haben wir schon den Verzug angesprochen. Haben Sie da vergessen, aber es war so. Wie prüfen Sie das? Sie prüfen Schuldverhältnis. Pflichtverletzung ist die Nichtleistung, trotz Möglichkeit, Fälligkeit und Durchsetzbarkeit. Ist exakt dasselbe, was wir eben hatten. Ja? Der Unterschied kommt bei den zusätzlichen Voraussetzungen. Da brauchen Sie jetzt keine Fristsetzung oder Abmahnung, sondern Sie brauchen eine Mahnung. Was eine Mahnung ist, erkläre ich Ihnen gleich. Vertreten müssen, müssen Sie 286.4 sich angucken, wo dran steht, Sie müssen zum Zeitpunkt des Verzugs Eintritt die Nichtleistung zu vertreten haben. Und wichtig beim Schaden, geht es jetzt nur um den Schaden wegen der Verzögerung, nicht um den Schaden statt der Leistung. Schadensersatz statt der Leistung ist vorrangig zu prüfen. Wenn es also statt der Leistung ist, kommt 286 nicht in Betracht. Ich habe Ihnen das mal versucht, in diesem tollen Bild zusammenzufassen. Wenn Sie einen Vertrag schließen, können Sie vereinbaren, dass die Fälligkeit aufgeschoben ist. Zum Beispiel zahlbar in 2 Wochen. Dann haben Sie 2 Wochen Zeit, bis Sie bezahlen. Oder das Auto wird in 4 Wochen geliefert, dann hat der Verkäufer 4 Wochen Zeit, bis er Ihnen das Auto liefern muss. In diesem Zeitpunkt bis zur Fälligkeit gibt es keine Pflicht. Da darf der Schuldner leisten, er muss es aber nicht. Die Pflicht entsteht erst mit Fälligkeit. Dann tritt die Fälligkeit ein. In dem Moment, wo die Fälligkeit eintritt, liegt eine Pflichtverletzung vor, wenn nicht geleistet wird. Aber diese Pflichtverletzung der Nichtleistung hat keinerlei Folgen. Denn nach 280 Absatz 2 müssten Sie die besonderen Voraussetzungen 286 haben, damit überhaupt Sie Schadensersatz kriegen können. Und 281 setzt voraus eine Fristsetzung, die auch noch nicht erfolgt ist. Das heißt, irgendwann mal nach Fälligkeit erfolgt eine Mahnung. Und ab dem Zeitpunkt der Mahnung kriegen Sie dann auch nach 280 Absatz 1, Absatz 2, 286 Schadensersatz wegen Verzögerung. Gleichzeitig mit der Mahnung können Sie auch eine Frist setzen und sagen, das Auto muss spätestens innerhalb von 5 Wochen da sein. Und nach Fristablauf können Sie, wenn Sie wollen, Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Also Sie kriegen für diesen Zeitraum zwischen Mahnung und dem Moment, wo Sie Schadensersatz statt der Leistung verlangen, den Verzögerungsschaden nach 280.2. Danach 280.3, davor gar nichts. Also nichts, Verzögerungsschaden statt der Leistung. So ist die Reihenfolge. Ja, wenn wir uns den 286 angucken, setzt er voraus, dass ein fälliger Anspruch besteht. Dieser Anspruch darf nicht erfüllt sein. Und, jetzt kommen die wichtigen Teile, Sie brauchen eine Mahnung, eine Klageerhebung oder eine der Ausnahmen nach Absatz 2. Absatz 3 sollten Sie sich mal durchlesen. Absatz 3 sagt nämlich, wenn Sie eine Rechnung kriegen und der Rechnungssteller Sie darauf hinweist, dass nach 30 Tagen Verzug eintritt, geraten Sie auch in Verzug. Bei Unternehmern muss dieser Hinweis nicht draufstehen.
Mahnung ist eine Erklärung. Es ist keine Willenserklärung, weil die Folgen unabhängig vom Willen einträgen. Und diese Erklärung muss einfach nur sagen, ich möchte ernsthaft die Erfüllung des Vertrages. Die Mahnung ist wie eine Erinnerung. Achtung, erfüllen Sie bitte Ihre Pflicht. Mehr ist die Mahnung nicht. Die Mahnung bedarf keiner Form. Man kann eine Mahnung reimen, man kann eine Mahnung singen. Es muss nur erkennbar sein, ich mache hier ernst, bitte erfüll deine Pflichten. Das Wort Mahnung müssen Sie nicht verwenden, das ist klar. Die Mahnung kann gleichzeitig mit der Fälligkeit eintreten an dem Tag. Sie können aber nicht mahnen vor Fälligkeit. Die Mahnung muss immer frühestens mit Fälligkeit erfolgen. Ausnahmen gibt es in 286 Absatz 2. Das können Sie sich ganz kurz mal angucken. Da steht drin, wenn Sie einen Termin für die Leistung vereinbart haben, brauchen Sie nicht zu mahnen. Wenn Sie den Termin berechnen könnten anhand eines Ereignisses, 5 Tage nach meinem Geburtstag, brauchen Sie nicht zu mahnen, weil dann der Schuldner genau weiß, wann er leisten muss. Wenn der Schuldner gesagt hat, ich erfülle auf absolut gar keinen Fall, brauchen Sie auch nicht zu mahnen. Da gilt aber selber, was ich Ihnen schon bei 323 gesagt habe, allein diese Aussage reicht nicht, weil es im Geschäftsverkehr üblich ist zu sagen Nein und das eine Verhandlungsgrundlage ist. Und Nummer 4 sollten Sie in der Klausur so gut wie nie prüfen. Nummer 4 setzt eine Abwägung beider Interessen voraus. Und Abwägungen lieben Studenten zwar unheimlich, aber da kommt meistens nichts Gutes bei rum. Merken Sie sich, in Klausuren kommt im Zweifel nie auf die Nummer 4 an. So, das ist der Verzug. Wie gesagt, den Verzug haben wir schon mal gehabt bei den Verzugszinsen. Und wir werden ihn dann am Donnerstag nochmal haben, wenn wir über Vertreten müssen reden, denn da taucht dann 287 auf. Das aber am Donnerstag. Jetzt haben Sie erstmal einen Tag frei von dieser Vorlesung und wir sehen uns dann am Donnerstag.